Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings. Ja Leute, wir sind hier in Akkon, ja, in Akkon unterwegs mit dem werten Saladin und sollten da ein paar lästige Freunde von der Stadt fernhalten, also vor allem Richard Levenhardt und seine Kompanien Frankreich und irgendwas aus dem Haere und Fusel, ne? Nichts Wichtiges, werden wir alles besiegen, hoffentlich. Auf jeden Fall, apropos Akkon, ja, jetzt fällt es mir gerade ein. Ich wollte mich eigentlich kürzlich über die Stadt so ein bisschen informieren und ein bisschen drüber nachlesen und habe natürlich mangels Schreibfähigkeiten was Falsches in Google eingetippt und habe mich dann als erstes mal über Akron, Ohio informiert. Auch eine sehr interessante Stadt in USA, wie man versteht. Ist eigentlich eine der drei großen Städte der Polymer Valley. Also die waren mal eine Zeit lang sehr stark in Reifenproduktion, Polymerproduktion, Polymerforschung, also Chemieindustrie quasi. Und ganz wichtig, sie hatten auch noch Haferflockenfabriken. Ja, und jetzt bedenke ich gerade meine Vorliebe zu Kellogg's. So, da rollt irgendetwas sehr Ungesundes auf meine noch nicht gebaute Burg zu. Weg damit, bevor es auf die blöde Idee kommt, meine noch nicht ganz fertig gebaute Burg irgendwie anzupöbeln. Ich habe nämlich da so Bedenken. Obwohl, na, zur Zeit gehen sie da auch so fusellos. Ja, ja, genau sowas habe ich gemeint. Genau sowas habe ich gemeint. Weg mit dir. Auch du hast hier nichts verloren. Oh, was ist denn das denn? Deutscher Ritter. Sag mal. Die sind irgendwie... Oh, wow. Ja, schießt immer von weitem weg. Ich sag mal. Wie viele Schwerter kann der essen? Sagt mal. Was ist das für ein unsterbliches Vieh? Weg damit! Ah, sehr schön. Du kannst es gerade wieder reparieren. Also. Weg, 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 weg. Ui. Ja, jetzt kommt's auf unsere Welle zu. Jerusalem steuert auf unsere Welle zu. Ja, das freut mich aber auch. Ich sehe da was mir nicht gefällt. Sag mal. Ja, den vor allem bitte. Genau, das stirbt genau, relativ schnell. Sag mal. Das ist ja... Hey, wir haben da tonnenweise Mamelucken. Wisst ihr was? Lasst uns das Ganze. Genuesische Kriegsschiffe. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich bin da. Ich bin da. Weg, was Kriegsschiefe. Was Brander. Verpiss dich. Ich glaube, das war ein Fehler, mich auf Schiffe überhaupt irgendwie einzulassen. Obwohl. Ja gut, wenn sie so einzeln kommen, könnten wir sie noch schlagen. Genau. Das sind Brander. Genau so was. Bitte weg. Was fällt? Fällt es kaputt? Fällt es kaputt? Fällt es kaputt? Das ist schlecht. Operator, bereite sich auf den Angriff vor. Was? Habibi, was soll das? Ey, da ist ein Tribok. Das wird weggefetzt. Dafür habe ich meine Jungs hier.
Und weg. Und stirb, Tribok. Guck mal, das heißt ein Schwert. Das tut dir weh. Schmerzen ohne Ende. Sand auf deinem Hemd. Genau. Sieh mal. Das ist doch angenehm, ne? So, schön. Schön warst du dabei. Ah, nee, 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 nicht so weit weg. Bevor da irgendwelche Deutschritter kommen und mir da meine ganze Armee zerstören, ohne dass ich es merke. Aber die Burg war sehr, sehr erfolgreich bis jetzt. Hey, sagt mal, was ist das? Kann das bitte weg? Französische Soldaten steuern auf unserer Welle zu. Das ist schön für dich. Sollen die doch. Haben keine Ahnung. Ah, das klingt nach Kanonen. Das klingt nach Kanonen, Jungs. Jungs, das klingt absolut nach Kanonen. Das mag ich nicht. Das geht da bitte weg. Okay, noch ein Fusel. Jungs. Ich habe irgendwie schon fast das Gefühl... Ja, mach das in kleinerem Druck. Genau deswegen. Ich habe echt das Gefühl, so bei Mangen und Kanonen sind große Truppenverbände irgendwie blöd. Weil wenn die mal treffen, dann habe ich eine halbe Armee weniger. Was recht blöd ist. Vielleicht ist das jetzt auch nur meine Sichter-Dinge, aber... Ah, du weißt was? Du kannst doch mal nachschauen, was es dort unten gibt. Das ist doch mal eine spannende Frage. Der müssen wir jetzt nachgehen. Und du bist die Eins. Nee, nicht du. Nein. Ah Gott, du bist die Eins. Genau. Dass ich dich nachher auch noch finde. Vielleicht. Oder so. Könnte ja sein. Ich sehe gerade, wir sind eigentlich voll. Das ist ja geil. Was? Leute, wir haben Belagerungskanonen. Juhu. Ja, dann haben wir eh gewinnt. Jerusalem steuert auf unsere Welle zu. Das war aber nicht die Idee. Dass Jerusalem auf unsere Welle zusteuert. Ja, super, du bist tot. Alles klar. Das freut mich. Aber effektiv, Jungs, können wir so kleinere Truppen machen? Ist jetzt mal so was Idee. Einfach mal zum Testen. Vielleicht ist das ja eine coole Idee. Vielleicht auch nicht. Das ist irgendwie 3. Was? Genau, die Burg ist schon fast wieder voll. Das wird dann schon noch... Okay, genau für sowas. Genau für sowas. Ja, oder ihr reitet einfach durch das Tor und werdet abgeworfen. Das ist auch gut. Das ist perfekt. So muss das. Naja, das ist absolut perfekt. Das muss so, das ist okay. Französische Soldaten steuern auf unserer Welle zu. Ha, perfekt. Na, also sieh mal einen ran. Das haben wir doch souverän erledigt. Es wird Zeit für den nächsten Klotz. Was? Salawin, mein Gebieter! Der Schah von Persien hat Verstärkung für uns losgeschickt. Das finde ich super, dass er das gemacht hat. Genau, beginn zu bauen, bitte. Danke dir.
Was schafft man? Fersen hat was geschickt. Wett. Ich höre ja sowas gerne, aber. Kriegselefanten. Ja, das tennt sehr gut. Das tennt eigentlich so unendlich gut, dass ich das eigentlich sehr gerne. Ha, yeah. Was? Was? Wie? Woher? Zwei, bleibt mal zurück. Eins. Ich wollte ja kleine Trupps ausbilden. Kleine Trupp rennt los. Töte das mal schnell. Kleiner Trupp. Kanonen. Kanonen. Genau. So was bitte. Okay, zwei. Das will da, glaube ich, du. Was? Ich hätte gerne eine Mauer hier. Nein, nicht die. Na, was? Wow. Was läuft? Wir sind gerade überrannt worden. Ein bisschen. Wir machen jetzt ein bisschen ihre und so kaputt. Kannst du. Nein! Nein! Mach da Mauer! Wieso? Zerstör doch das Wichtigste. Ah. Sehr schön. Ja, er stirbt schon. Okay. Ist da eigentlich auch ein Loch? Nee, hä? Sieht nicht so aus. Oh. Ungesund. Was hier abläuft. Aber ich hatte doch mal. Ja, dann habe ich verloren, ne? Das ist ja toll. Ich will da so eine Burg haben. Bitte. Kommt. Burgherr. Was sollen wir die reparieren? Nee, wir klatschen zuerst mal eine neue hin. Wir können mal. Du. Such mal alles ab. Jerusalem steuert auf unsere Welle zu. Los. Also, was ist das nächste Problem? Nein, was macht der? Wieso? Oh, wir holzen draußen, alles klar. Das ist aber cool. Ich fühle mich leicht unwohl zurzeit. Aber das nur so am Rande. Weißt du was, Fräulein? Das machen wir anders. Lass das. Da hat's einen Baum. Mach jetzt nicht das Tor auf, du F. Operator, bereite sich auf den Angriff vor. Spaß, die Vögele. Aha. Komm bitte hier hin. Und mach das hier kaputt. Ist da wieder irgendwas? Französische Soldaten steuern auf unserer Welle zu. Ja, du bist tot, sehr schön. Gut hast du das gemacht. So schlimm ist das gar nicht. Ich will ja vor allem sowas weg haben. Aber unbedingt.
Bitte weg, bitte weg. Komm schon, komm schon. Das ist böse. Der nächsten. Als Kanonen wieder einmal. Ja, wo? Ne, sieht nicht so aus. Gut, sehr schön. Jetzt flüchten wir in die Sicherheit. Haben wir eigentlich überhaupt noch Holzproduktion? Vermutlich nicht. Aber schön, dass wir dabei waren. Was? Sag mal, wie, was? Warte, haben wir da... Ah, toll. Ja, auch das freut mich. Unendlich fest. Komm mal mit. Machst du bitte dazu? Es ist Richard Levenertz. Er greift an. Ah, toll. Jungs, was da? Ja, nee. Jerusalem steuert das Unterwelle zu. Gut, neuer Plan. Einfach mal so quer durch entschieden. Los. Plan wichtig. Elefanten kommen mit. Das macht das kaputt. Ja, whatever. Wir werden jetzt gerade ein bisschen überrannt. Bitzeli. Aber das geht schon noch weg. Holt mir alle Steine, die es gibt. Genau. Zuerst. Emperor, bereite sich auf den Angriff vor. Haben wir da noch. Genau. Rettet euch. Jungs, 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 Jungs. Kommt mit. Er kommt da drauf. Ihr flieht. Französische Soldaten steuern auf unserer Welle zu. Genuesische Kriegsschiffe in Sicht. Ja, ja, kommt, kommt, kommt. Alles drauf, alles drauf. Alles drauf, was wir noch draufpacken können. Dann holt mir bitte alle Steine hier weg. Gras das Zeug weg. Ich habe da eine Insel gefunden mit ganz viel Gold. Da laden wir unsere Jungs schon mal aus. Obwohl. Ja, aber das wird jetzt übelst überrannt. Na genau, da kommt schon mal so Shit hin. Hätte ich das jetzt noch halten können? Ich weiß es nicht. Ja, wir könnten einfach noch einen neuen Transporter klatschen, den zweiten. Ne? Das wäre doch mal eine Idee. Da eher los. So viel wie möglich. Ihr schützt in dem Fall seit neuestem. Das hier. Strategischer Rückzug nennt sich das. Strategischer Rückzug. Es ist keine Schande. Es ist ein taktischer Zug. Genauso. Kommt mal drauf, Jungs. Halt mir schon mal ein paar Jungs. Sollten wir doch. Genau. Ihr zwei. Also schon mal ganz sicher. Ein Hafen. Gerne irgendwo. Ist, glaube ich, ein bisschen wichtig. Geringfügig. Also jetzt nicht siegesentscheidend, aber könnte ein bisschen wichtig sein. Was?
Schwimmen wir schon mal rüber. So ist es näher für die Jungs. Jerusalem steuert auf unsere Welle zu. Sehr schön, Jungs. Und jetzt holen wir das Gold. Oder beginnen wir schon mal Platz zu machen auf der Insel. Oh oh. Schiff, wo bist du? Schiff schneller. Oh ja, ist gut. Dann können sie sich damit noch beschäftigen. Ein bisschen. Eieieiei. Französische Soldaten steuern auf unserer Welle zu. Ja, gut. Gut, überzeugendes Argument. Sie haben uns gefunden. Weg, 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 weg. No. Naja. Schade, aber nicht so schlimm. So, bitte landen. Wir haben sogar einen ordentlichen Trupp da gerettet. Ist doch cool. Und ein bisschen was an Schiffen haben wir auch noch über. Da hinten ist also Genuese. Alles klar. Alles klar. Ja. Oh, ich habe auch noch. Das ist sogar Trupp 3. Lustig. Naja, macht ja schon mal Platz. Ja, Leute, aber die Folge ist schon wieder vorbei. Ja, es sieht eigentlich, ehrlich gesagt, schon fast so aus, als würden wir vermutlich neu starten dürfen und am Anfang ein bisschen mehr Gas geben müssen, wenn wir siegreich sein. Obwohl, eigentlich historisch hat Saladin die Schlacht bei Akkon verloren. Gegen Richard. Und Kolleginnen. Aber ja. Ja, wir machen es ganz historisch. Das war alles geplant. Genau so wollte ich das. Und ja, obwohl mal gucken. Vielleicht. Ich überlege mir noch, ob ich da irgendeinen ewig langen Guerillakrieg anfangen will. Von der Insel aus. Vermutlich lohnt sich nicht. Aber ja, Leute. Was ihr sehen wollt. Ob wir uns vielleicht noch von der Insel aus zu einem Sieg durchprügeln können. Oder ob, sag mal, ist die eigentlich groß genug für ein Weltwunder? Ha. Naja, also ihr seht, alles offene Fragen, alles spannend. Und falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.